Ihr seid zähnekundige Beamte. Erzählt mir doch mal, was euer Aufgabengebiet ist. Die Aufklärung, Lokalisierung und die Begleitung von Fußballfans bzw. gewaltbereiten Fußballfans, um deren Absichten zu erahnen und am Einsatztag dem Polizeiführer vor Ort mitzuteilen bzw. im Vorfeld schon die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen daraufhin auszurichten. Könnte man sagen, ihr seid Spione? Naja, Spione nicht. Ich sag eigentlich zu denen, die, also die, weil mir meistens ist es mir zu lang, ausführlicher Reden zu halten. Ich sag einfach, wir sind der ABV vom Fußball. Also ABV, früher von der DDR, Abschnittsbevollmächtigter in gewissen Orten, der seine Pappenheimer kennt. Ich kann ein Einsatztraining der Polizei drehen. Für diese Übung wechseln einige Beamte die Seiten. Ich spüre ihren Spaß an diesem Rollenspiel. Achtung, Pfeffer kommt zum Einsatz! Feuer! Jetzt festmachen, noch zwei. Achtung! Zur Demonstration. Gegenstände fallen drauf. Ich habe miterlebte Kurden-Demos, ich habe Chaos-Tage miterlebt, ich habe Castor-Transporte miterlebt. Von daher schockt mich das jetzt nicht mehr. Wenn wir jetzt angegriffen werden, versuchen wir nicht permanent immer noch wegzugehen, weil noch rückwärts gehen, da sehen Sie nicht, was hinten ist, ob da ein Gullideckel ist oder Straßenkram. Unser Sinn und Zweck der Sache ist ja, wenn wir Straftäter dann haben und auf der